Rocket, set the rules. Ja, Mahlzeit, meine Lieben, und herzlich willkommen zu meinem zweiten Unboxing schon in diesem Monat. Heute habe ich ein Paket von Rocket bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und zwar wurde mir eine Maus zugesendet. Welche Maus es genau ist, kommen wir gleich nochmal darauf zu. Gleich vorweg, das ist wirklich ein reines Unboxing-Video, das heißt, nähere Informationen zu der Maus, Reviews, ob ich das empfehlen würde, meine eigenen Erfahrungen jetzt damit, würde ich so in den nächsten Tagen aufnehmen. Ich denke mal so Wochenende, so sonntags rum, kommt dann ein Video dazu hoch, weil ich denke, man sollte die Maus schon vorher testen, bevor man dann irgendwie ja, sein Feedback dazu gibt, ob man sie empfehlen kann oder nicht. Wie gesagt, von daher zeige ich euch jetzt wirklich nur die Maus, wie sie aussieht, wie sie verpackt ist, und habe zum Vergleich auch hier noch meine alte Maus liegen, die ich jetzt im Moment nutze, um einfach schon mal den optischen Vergleich zu haben. Und ich würde einfach mal sagen, legen wir los. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet, habe halt hier oben das, jetzt hätte ich mich beinahe geschnitten, hier oben den Aufkleber abgemacht mit meiner Adresse und das schon mal aufgemacht, weil hier sind 10.000 Lagen Klebeband drauf. Und gleich mal vorweg, also ich muss schon sagen, schön eingepackt ist es ja. Ich liebe solche Luftpolstertaschen. Die hebe ich auch meistens auf, weil ich sie dann später selber nochmal brauche. Und ja, das ist der Lieferschein. Den werde ich jetzt einfach so kommentarlos beiseite legen. Einfach, weil da auch meine Adresse draufsteht und das müsst ihr nicht unbedingt wissen. Wie gesagt, optisch sieht es schon mal sehr gut aus. So für den Anfang. Ist mal hier weg damit. Schön eingepackt, auch nochmal mit so einer extra Folie. Einfach, dass halt hier nicht so extrem Kratzer auf den Karton kommen. Und was mir auf jeden Fall gleich auffällt, die Optik. Also von dem Karton, die Optik ist schon mal sehr, sehr ansprechend. Einfach halt, weil hier so eine Schräge drauf ist, ist halt nicht so 0815 eingepackt wie jeder normale andere Karton oder wie normale Mäuse von, Logitech oder keine Ahnung. Und ja, ist auf jeden Fall von der Farbe her schon mal sehr auffallend. Hier vorne stehen auch schon mal die wichtigsten Informationen zu der Maus drauf. Wo ich auch nochmal am Wochenende nochmal genauer drauf eingehe, auf die ganzen Informationen oder auf die ganzen Möglichkeiten, was die Maus so bietet. Ja, hinten sieht man auch nochmal die Maus ordentlich drauf, dann hier einige Informationen in verschiedenen Sprachen, um halt einfach, bevor man die Maus kauft, sich mal etwas wenigstens informieren zu können. Und was mir natürlich gleich aufgefallen ist, und zwar, dass das Logo hier unten wohl leuchten soll. Das finde ich natürlich richtig genial, weil ich an sich habe mir bis jetzt eine Maus gehabt oder Mäuse gehabt, die einfach gar nichts können. Und es ist wirklich meine erste Maus, die kabelgebunden ist. Ich habe bis jetzt immer so Wireless-Mäuse gehabt, zumindest in der Zeit, wo ich so mal so gezockt habe. Was aber auch seine Nachteile zu sich bringt, das werde ich auch nochmal morgen dann genauer drauf eingehen. Hier oben steht übrigens auch da Open hier und deswegen werde ich einmal jetzt hier öffnen. So sieht die Maus schon mal aus, von Weitem in der Verpackung drin. Hier drüben sieht man halt auch schon mal, wie viele Tasten die Maus hat. Insgesamt 9, wenn ich das jetzt so richtig über Kopf sehe. Das sind halt, ja, Mausrad kann man, denke ich, schon mal mehrere Male. Dann hier den normalen. Also wie gesagt, hat insgesamt 9 Tasten. Das reicht auch. Ich will nicht unbedingt eine Maus haben, die zigtausend verschiedene Tasten hat. Um, ich sag mal so, klar, es hat Vorteile, die ganzen Maustasten belegen zu können, aber ich bin halt so einer, ich brauche sowas nicht. Ich mache dann lieber klassisch und habe dann lieber so 2, 3 Tasten und das reicht mir. So, dann hier unten steht auch nochmal genau da, was für Tasten das sind. Es gibt sogar eine Easy-Shift-Taste, sehe ich gerade, was auch sehr vorteilhaft ist. Dann hier an der Seite, die finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und optisch, also wie gesagt, ist auch schon mal etwas größer als meine jetzige Maus. Und ich würde einfach mal sagen, packen wir das gute Stück mal aus. Ich mache mal eben zu. Nehme jetzt hier einfach mal die Schere und mache das hier oben mal so. Ich versuche zumindest mal, das hier oben abzumachen. Ohne irgendwie zu beschädigen, weil ich mag das nicht, wenn ich so halb aufgeruppte Kartons habe. Aber die Schere, die ist auch nicht gerade dünnste, um hier dazwischen zu kommen. Ja, so. Ich glaube, ja. Okay, jetzt habe ich es. So. Okay. Wie gesagt, ich finde es ja immer noch total cool mit der Schräge hier drin. Also hat schon irgendwie was. So, jetzt haben wir das hier. Ah, okay. Hier ist auch direkt nochmal Installationsguide sozusagen. Übrigens, jetzt kann ich ja sagen, ich habe es total vergessen zu sagen, und zwar von der Rocket Cone Pure. Ich denke mal, einer der Mäuse, die nicht so viele Funktionen hat, aber trotzdem für
das, was sie hat, sehr, sehr gut ist. Also zumindest das, was ich bis jetzt so gehört habe. Wie gesagt, ich bin halt gespannt. Ich probiere die halt die Tage mal aus und dann kann ich auch mal mein Feedback dazu sagen. So, jetzt muss ich mal eben gucken. So, okay. Oh, Mattschwarz, wie geil ist das denn bitte? Auf jeden Fall sieht es schon mal sehr, sehr gut aus. Also optisch kann man echt nicht meckern. Sieht sehr, sehr gut aus. Und vor allem, was mir jetzt auf dem Anhieb sehr, sehr gut gefällt, ist das Mattschwarze. Weil ich mag das halt nicht, wenn die Mäuse so extrem glänzen. Also, weiß ich nicht. Ich denke mal, nach einer Zeit sieht man das dann auch, dass man die nutzt. Aber Mattschwarz, wie gesagt, gefällt mir halt doch schon viel, viel besser. Und an der Seite sieht man ja auch nochmal das schöne Logo. Oder beziehungsweise, wie sie heißt, die Rocket Cone Pure. Was ich auch optisch sehr cool finde, ist, dass halt das Kabel... wie kann man das jetzt mal? Habe ich was zum Vergleich jetzt hier? Also nicht halt normal so rund ist und glatt, sondern halt so mit so einem Stoff halt. Da ist so ein Stoff ringsrum. Ich kann das mal ganz kurz hier ein bisschen auspacken, um dass ihr das eventuell seht. Das ist halt wirklich wie so ein Stoff ringsrum. Und das finde ich optisch, sieht das schon mal sehr, sehr gut aus. Und hier auch nochmal an den USB-Stick steht auch nochmal dann drauf Rocket. Also man hat sich wirklich Mühe gegeben, schon mal mit dem optischen von der Maus und ich finde natürlich auch das Logo von der Katze sage ich schon, ja, ist egal, ein katzenähnliches Geschöpf, wie auch immer, finde ich auch sehr hübsch gemacht und vor allem, ich kann mir auch vorstellen, wenn es dann später leuchtet, dass es wirklich schon optisch was hermacht. So, von der Rückseite ist es halt ein Laser, so rum müsste das, glaube ich, dass ihr das lesen könnt. Es ist halt ein Laser, das seht ihr auch schon hier, also nicht jetzt hier so Kugelmaus ähnlich. Also es gibt ja noch so Mäuse, die noch so eine Kugel drin haben, aber ich denke mal, das ist schon, hat sich gegessen. Und ja, jetzt habe ich ja euch versprochen, dass ich mal optisch, also zum Vergleich der Größe auch und so, mal meine alte Maus dazu tue. Und ja, das ist er. Also ihr seht schon auch zum Vergleich, also, so, die Maus ist halt wirklich, ja, das ist eigentlich kein Vergleich. Wenn man jetzt alle beide so hat, das ist kein Vergleich. Und vor allem sieht man halt auch an der Form von der anderen Maus, dass die hier viel ergonomischer geformt ist als die. Einfach, weil die auch viel länger ist und man hat halt hier hinten so eine Abrundung, die halt so schräg nach so geht und nicht wie bei der so abfallend ist. Einige werden jetzt bestimmt schon sagen, ja, das ist doch gar kein Vergleich. Ich vergleiche es aber einfach damit, weil... ja, die Maus, die hat mich halt wirklich jetzt schon jahrelang begleitet. Ich habe die auch schon so, so lange. Aber ich hatte halt auch ehrlich gesagt keine Lust, irgendwie andere zu kaufen. Weil vieles Mal ist es halt oft so, ja, und irgendwie spackt dann wieder eine Maus rum und keine Ahnung. Und ich hatte vorher eigentlich immer nur ein Notebook gehabt. Und mit Notebook ist es halt immer so eine Sache mit Mäusen. Und ich habe jetzt ungefähr erst seit einem halben Jahr einen richtigen PC. Und erst dann merkt man wirklich... dass man eine Maus braucht, die was kann, weil einfach PC ist halt dann auch so, dass man dann auch bessere Spiele sich holt und das, da braucht man eigentlich eine gute Maus. Und wie gesagt, optisch seht ihr das halt schon mal schön, dass die ja schon viel, viel besser aussieht und auch von der Gestalt her viel, viel besser für die Hand ist als diese Maus. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Unboxing gefallen. Wie gesagt, ich werde wirklich im Laufe, denke ich mal, nächsten 2-3 Tage mal ordentlich die Maus testen auf Hals und Nieren, wie sagt man so, auf Herz und Nieren so rum und werde euch dann alle spätestens am Sonntag dann einfach mal mein Feedback dazu sagen, wie ich die Maus finde und ja, ob ich sie weiterempfehlen kann und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Video, haut rein, tschüss!